Yo, 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 servus! Mein Name ist Selecteknine und ich darf euch willkommen heißen zu einem weiteren Part in der Arena. Finally, würden manche sagen wollen. Ja, mein Magic Arena Comeback hier auf YouTube. Und zwar aus einem besonderen Anlass, denn es gibt ja auf Magic ab und zu immer ältere Sets, die man draften kann. Und dieses Mal ist es War of the Spark. Und das ist, soweit ich mich zurückerinnern kann, eines meiner Lieblings-Draft-Meta gewesen. Ob es immer noch so ist, werden wir heute herausfinden. Aber Fakt ist, meine absolute Lieblingskarte, Liliana Dreadhorde General, kam in diesem Set raus. Wunderbärchen. Ich weiß noch, dass, glaube ich, alles, was blau war in diesem Meta, ziemlich strong war. Es gab Planeswalker for Days in Mythic, Rare und in Uncommon-Slots sogar. Es gab MS-Tokens damals das erste Mal, also super cooles Set. Und ich glaube, stimmt es, dass daraus damals am meisten Karten gebannt wurden? Es wurde auf jeden Fall Teferi Time Raveler gebannt. Im Standard, aber sonst. I don't know. Aber war ein ziemlich cooles Format. Glaube ich. Okay, let's see. Genau, es gab hier Proliferate, alles super coole Sachen. So, Pack One, Pick One. Chandra's Triumph, Instant für 3 Damage, ziemlich gut. Genauso wie Pyro Helix, 2 Damage, aber man kann es verteilen. So, Portu, Target Creature Control. Okay, nee, leider nicht MS. Also alles, was MS hat, ist automatisch ein bisschen besser, als die Karte regulär wäre. Role Reversal. Könnte ich mich nicht daran erinnern, dass es gut war. Band Together war ziemlich strong. Vor allem Instant Combat Trick. Band Together sieht richtig gut aus. Aber ich bin auch großer Huatli, Raptor Fan. 2-3 Vigilance Baseline, die proliferate, wenn sie aufs Feld kommt. Yengu war ziemlich gut. Steady Aim ist okayisch. Vivian's Grizzly war der auch gut? Ja, auf jeden Fall playable, würde ich sagen. Aber nehmen wir mal einfach Whatleys Raptor. Wow, back to back. Role Reversals, strong. Monkey! Der wurde, glaube ich, erst unlängst zu einem Sloth-Type. Also Creature-Type. Ich glaube, der war vorher nur Beast. Okay. Crunch Wrangler. Whenever Creature of Power 4 enters the battlefield. Ist okayisch. Kalos Dismissal war gut. Honor of the God Pharaoh war ziemlich gut. Bond of Passion ist so ein Act of Treason-Effekt. Und die recall ich überhaupt nicht mehr. Mir Sacrifice. Okay, ist okayisch. Divine Arrow war playable auf jeden Fall. Solemn Thirst war playable. Noch ein Helix. Demolish. Ich glaube, ich nehme Dismissal fürs Erste. Könnt noch einfach God Pharaoh oder die Creature hier nehmen, aber ich sag Blau wahrscheinlich die stärkste Farbe in diesem Set. Theoretisch sind mehrfarbige Decks supported, aber nicht so krass wie in anderen Sets. So, Crush Descent. Counter Target Spell unless its controller pays 2. MS Zombie 2. Ziemlich gut. Ich glaube, den MS kriegt man ja immer. Auch wenn der Gegner die 2 bezahlen kann. Herald war gut. Guild Globe. Draw a card. Add 2 Mana. Okay, hilft natürlich beim Fixing für mehr farbige Decks. Cyclops Electromancer. It deals X to target creature and opponent controls X. Okay, die Karte ist auch dies. Crocodile sieht einfach lit aus. Visionary war okay. Stealth Mission hatten wir vorhin. Nehmen wir den Counterspell. Divine Strike war nice. Doppelte Statue auf jeden Fall okay. Aber ja, bleiben wir erstmal bei Blau. Heartfire ist gut. Tibalt's Ranger ist gut. Heartfire kann ins Face gehen, ist ziemlich nice. Kasminas Transmutation. Auch gut. Keiner ein Removal Spell. Das heißt, keiner ist ein Removal Spell, aber nicht gerade hier.
wie heißt's? So ein Tab-Effekt. Mir fällt gerade nicht ein. Fällt dir gerade nicht ein. Tables Ranger to any target. Nehmen wir Hardfire? Ja, wir schauen mal, was bei rumkommt. Wir schauen mal, was bei rumkommt. Tameo, war Tameo playable? Choose an online card and reveal the top card. Return target card from your graveyard to your hand. Ich glaube, das ist so noch das Beste. Und dass man keine. Dass man nichts abwerfen und sacken muss. Aber ich glaube, wir nehmen nochmal Dismissal. Thunderdrake war super strong. Thunderdrake war richtig gut. Aber wir nehmen Dismissal. Wie gesagt, blau. Super strong. Was macht Beacon? Add two mana of different colors. Spend this mana on Planeswalkers. Okay, ist nicht so krass. Crunch fand ich ganz gut. Dann discard all cards in your hand and draw that many cards plus one. You gain life. Okay, ja. Wir nehmen Dismissal. So ein Removal Spell. Gibt es eine Creature. Easy peasy. Jebenezy. Angriff. MS Zombies 2. Eigentlich strong. Die Karte war auch nice. Sweeter Combat Trick. Light Shield Mage. Der war. Okay, nee, der war nicht gut. Giant Growth. Reprint. Totally lost. Put target non permanent on top of its owner's. Oh, das ist ja Fippelfipp. Ja, wir nehmen Angriff. Creatures you control of Menace. So, no escape. Counter target creature or planeswalker spell. If this spell. Auch nice. Relentless Advance war nicht so gut. Spellkeeper weird. Ist okayisch. Hier ist einfach ein Grizzlybär. Mana Geode wäre okay. Mana Geode wäre okay. Ich glaube, wir nehmen No Escape. Verarschen uns hier genau. Verabschieden uns ein bisschen vom Raptor-Plan. Okay, ich hätte so gerne den jetzt hier genommen. Aber ja, wir haben hier einen Thunder Drake. Dambreaker sieht nice aus. Sag, Invader ist ziemlich gut. Meiner Meinung nach. Cyclops, Target Creature can block, ist dann auch playable auf jeden Fall. Aber ja, nehmen wir den Drake. Was nehmen wir hier? Das ist einer der drei, würde ich sagen. Brauchen wir Samut Sprint? I don't think so. Ist ein Cantrip, kinda, mit Scry und Thunder Drake und den Tokens. Ja, wir nehmen mal den Combat Trick. Aber ja, rot sieht sehr offen aus. Hier wäre nochmal ein Sacrifice Theme. It gains haste to any target. Ja, die Karte ist, glaube ich, zu clunky. Ich glaube, ich nehme einen Free Drop. Okay, blau sieht offen aus. Dem Visionary gibt uns was auf Turn 2 zu spielen. Transmutation Wield, top. Okay, ich denke mal, die Leute am Tisch sind nicht aware, dass blau so grandios ist. Jace. Target Player mills two cards, draw a card. Ich glaube, das ist good enough. Oh, Rally of Wings. Die Karte war in Standard, mein Ding. Triumph hätten wir hier noch. Burning Prophet ist gut. Ashiok Skulker war okay. Noch ein Pyro Helix. Holy moly. Draw a card. Transmutation. No Escape. Ja, ich blau sind wir ziemlich safe. Rot ist noch fragwürdig, würde ich mal behaupten. Wir könnten auch in Blue-Black landen. Ja, wir nehmen Chase. Chase Wielder of Mysteries. So, Kiora. Super nice Karte. Auch in Cube sehr gut. Bloomhulk war busted. Band Together, Augur of Bolas war, glaube ich, okayisch. MS Zombies X, where X is the number of instant sorcery cards in your graveyard. Das oder Kiora? Kiora ist Ramp. Whenever a creature enters the battlefield mit mehr Power. Haben wir bis jetzt noch nicht. Die Kreaturen kommen relativ klein, werden dann größer. Karte ist, glaube ich, auch playable auf jeden Fall. Nehmen wir Invade the City. Wir haben einige Spells.
Ja, wir nehmen mal Invader City, aber ich mag die Karten nicht, die nur ermessen. Die Karte ist nuts! 2-2 Flyer für 3 und die gibt dann noch einen Token. Nice. Grim Initiate ist gut. Spell wieder Gorge war gut. Rescuer Sphinx, was du. Spellfield, you may return a non-impairment you control to its owner's hand. If you do rescue. Ist okay, aber ich glaube, der Eternal ist besser. Auch wenn ich gerne Weird hätte, ich hätte gerne den Initiate. Aber wir nehmen den Flyer. Flyer gewinnen. Limited Games. Hier ist unser Two-Drop. Wunderbar. Living Twister ist okay. Bond of Revival. Return that creature card from your graveyard to the battlefield. It gains haste until end of turn. Ganz okayisch. War auch mal ein Standard in den ganzen Reanimator-Decks ein Ding. Ja, ich bin super happy im Profit. Gibt uns ein bisschen Card Selection. Wieder etwas, was wir auf Turn 2 machen können. Hier ist ja nice. So, hier ist wenig in unseren Farben. Gateway Blaster. It's Battlefield. Second CP1 at one mana of any color. Ist der Wurf. Ich finde Totally Lost ist halt super clunky. The Fairy's Time Twister. Extra Target Permanent You Control. Turn the card. Kann man machen. Kann man machen. Ich glaube, ich nehme mal den Gateway Blaster, falls wir eine Off-Color-Bomb öffnen. Okay. Guard Mage ist super gut. Zieht eine Karte, kriegt Leben, ist ein Flying Body. Aber ich glaube, wir nehmen nochmal den Thunder Drake. Charm Strake kann man, glaube ich, auch probieren zu draften. Aber da empfehle ich, glaube ich, eher den Quick Draft, also gegen Bots, also mit echten Spielern. Ja, ich würde gern Guard Mage nehmen, aber ich glaube, unser Rot ist schon good enough. Und ein zweiter Drake ist eigentlich super, super nice. Ravnica at War. Exile all Multicolor Permanents. Ich wollte gerade sagen, gab es einen Board Wipe in diesem Set? Okay, es gab einen Board Wipe in diesem Set. Ich glaube, in den Azurius Farben, aber der war, den hätte ich mich nicht erinnern können. Rising Populance. Der Dawnbreaker, wir nehmen mal den Dawnbreaker. Mal schauen, ob wir ihn spielen werden. Wow, noch ein Guard Mage. Blind Blair, ich nehme den Guard Mage, den zweiten. Mal schauen. Okay, es ist Chandra's Pyro Helix. Loxagon Sergeant, das Battlefield Archery for Genichans. Okay, ist okayisch. Nehmen wir jetzt mal den Cyclops. Ich weiß nicht, ob wir den Guard Mage spielen. Wir nehmen Grim Initiate über die zweite Transmutation. Wir haben gerade hier wieder Removal geholt. Okay, wenn jetzt Battlefield. Mal schauen im Sideboard, ob wir brauchen können. Totally Lost, auch wenn es clunky ist. Wir haben 15 Karten nach Pack 2. Theoretisch Invade the City ist playable, würde ich mal annehmen. Den Dawnbreaker könnten wir theoretisch spielen. Sprint könnten wir spielen. Sieht ganz nice aus. So, die Karte war auch nice. Könnten wir spielen, müssen unser Rot cutten. Kesmina war auch, glaube ich, okay. Spells your opponent cast. Create a blue wizard. Draw a card and discard a card. Eigentlich super, okay. Ich glaube, Kesmina ist sogar das Beste hier. Soul Diviner. Remove a counter from an artifact. Creature land or planeswalk control. Draw a card. Okay, die Karte ist sweet. Hier wäre auch nochmal Heartfire. Ich glaube, ich gehe für Heartfire tatsächlich. Wie gesagt, er geht ins Face. Könnte ganz, mit den ganzen hier mit Grim Initiate zum Beispiel so eine leichte Synergie. Ja, Heartfire ist gut. Heartfire ist gut. Noch ein Prophet ist nice. Wie gesagt, Early Game. Rubble Belt Rioters. Haste Attacks. It gets max degrees palm on creatures you control. Okay. Kann man machen. Toll the Invasion war ganz gut. No Escape ist okayisch. Time Twister. Die war auch gut. Nutura. 2-4 für 4 Mana. Kriegst 3 Leben und hast Ramp am Ende des Tages. Euer oh ja, Prophet ist ein okayer Pick. Tibbles. Ranger ist gut für uns. Auch super starker Two-Drop. Neoform kennt man ja aus einigen Combo-Decks.
Stealth Mission is useless. Ja, ja, der sieht clean aus. Is it aggro? It is indeed. Oh, okay. As long as your turn creatures you control have first strike and. Boah, nicht schlecht. Aber ich glaube, wir nehmen den zweiten Flyer. Bowler's Citadel. Auch nice Karte, constructed. A Cube. Die Karte ist auch sweet. Ja, na, Eerie, aber ich glaube, der. Eternal, wahrscheinlich einer der besten blauen Commons. Jaya's Greeting, Tears for Damage, Target Creature, Scry 1, ja, easy peasy. Druid war gut. Shooter Power 4 Greater can be blocked by more than one creature, auch sweet. Aber ja, Deck kommt super sweet zusammen. Hier haben wir nicht wirklich was, was die großen Viecher rausnimmt. Außer einmal Transmutation. Aber wir können sie bouncen und wir haben hier eine gute Karte gekriegt. The Battlefield MS 2 and Zombie Tokens you control have flying. Let's friggin' go. Chase irgendwas? Nee. Ah, Chase aber auch eine alternative Wincon. Ist nochmal Tameo. Okay, wir nehmen es für die Gems. Die Karte war sweet. Scry 4, then draw 2 cards. Gekauft. Ja, eine Playable noch. Ein bisschen good to go. Advance, wie gesagt, Advance war glaube ich nicht gut. Wir können den Visionary nehmen. Schauen, vielleicht kriegen wir noch was Besseres. Hier können wir den Time Twist nehmen. Also wir haben ein bisschen Qual der Wahl. Neoform für den Volt. Bei der Ogre. Wir nehmen den Grazer. Nehmen wir Evade the City. I guess mit dem Skylord ist es nicht so schlecht. War totally lost. Sprint wäre okay. Eine Karte bräuchten wir noch. Wir haben, wie gesagt, Qual der Wahl. Okay. Eine Karte noch. Machen wir die Curve an. Ja, schöne Lower Curve. Nices Endgame. Wollen wir den Dawnbreaker? Ich glaube, wir haben nicht so viel zum Proliferaten außer unseren MS-Token und Angriff. Ja, die kriegen alle nicht die Tokens. Das ist also vernachlässigbar. Ist es wirklich totally lost? Maybe, ne? 10 Creatures nur, wobei muss sagen hier 12 Creatures. Eigentlich sind es 14 Creatures, wenn man es so nimmt, ne? Ja, ich glaube, wir nehmen Totally Lost, but target non-land permanent. Okay, keinen Spell. Wenn das doch wenigstens ein Spell bouncen könnte, so wie Commit oder so. Aber ja, sollte dann trotzdem passen. Wen nehmen wir als? Wir nehmen den Eternal. Das wird dein Draft Eternal. Okay, nice. Ja, erster War of the Spark Draft seit langem. Ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, dass ich auch vielleicht noch ein weiteres Video produzieren kann. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Ich weiß gar nicht, wie lange das Ganze hier auf der Arena verfügbar sein wird. Jedenfalls, falls euch Magic Content interessiert, insbesondere natürlich meiner, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben und einen Kommentar da lassen könntet. Falls ihr nicht wisst, was ihr kommentieren sollt, Hashtag Haifisch in die Kommentare. Und ich weiß Bescheid, dass ihr cool seid. Und Bescheid wisst. So, ich habe meine eigene Catchphrase vergessen. Und ich weiß Bescheid, dass ihr Bescheid wisst und cool seid. Und ohne euch länger aufzuhalten, sehen wir uns in Runde 1. Opponent goes first. Spannende Hand, vor allem, wenn wir denken, wir haben Chase im Deck. Aber wir haben Turn 2 Play, können wir möglicherweise scryen. Sacrifice a creature, okay. Wow, und der vierte Mountain. Wir haben 8 Mountains im Deck, glaube ich. Gegner weiß, was gut ist. Sky Theater Sphinx. Sticks.
Strix. So, jetzt haben wir es. Whenever you cast a non-creature spell, gets back. Okay, ist okay. Ich bin ein Prophet. Ein Prophet für Prophet. Wenn wir ein Island haben, sind wir good to go. Da können wir unser ganzes Deck casten, bis auf Chase. Mhm. Kein Spell vom Gegner. Prismite, der kann Mana. Jupp, der kann Mana umwandeln. Wir spielen Blue. Könnten angreifen, aber lassen es erstmal. Haben Hardfire offen. Sehen wir, kriegen gar nicht den Scry mit Hardfire. Weil wir, ich glaube, den Prophet sacrificen, bevor der Prophet den Spell quasi am Stack sieht und Scryt sich triggert. Greift nicht an. Okay, kein Combat-Trick vom Gegner. Sehr schön. Wenn ich so, dann haben wir mit den Drakes ein bisschen Spaß. Okay, Gegner ist Mana Screwed. Wir spielen einen Drake. Wenn er ihn countert, kriegen wir den Skylord in Return. Also, okay, macht nichts dergleichen. Könnten angreifen. Tun es aber noch nicht, glaube ich. Ich meine, wir sind Aggro-Deck. Wahrscheinlich wäre Pressure sogar eine Idee gewesen. Aber ja, mal schauen. Mal schauen, was der Gegner noch so macht. Ich weiß noch nicht wirklich, wo wir rum. Toll, die Invasion. Oh. Aber es nimmt er. Nimmt er Drake, nimmt er Sky. Er nimmt den Skylord. Ich glaube, er muss den Skylord nehmen. Da haben wir immer noch unseren Drake. Double Drake. Also ja, unsere Hand ist. Ja. Skylord trotzdem. Love to see it. Tag. Ich sollte ich vielleicht Vorblocker, vielleicht blockt er gar nicht. Soll ihn Vision vornehmen. Okay, er blockt gar nicht. Ich glaube, dann Pyro Helixen wir aber. Die beiden weg. Nope, kein Mountain mehr, bitte. Und get him for four. Hardfire immer offen für einen potenziellen Threat, den er spielen könnte. Er könnte sein eigenes Skylord spielen zum Beispiel. Und Prismite, okay. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Hatte Dismissal? Nope, sehen wir hier zumindest nicht. We scryed you to the bottom. Was machst du hier? Attack. Und Sky Drake. Das haben wir Drake. Nice, okay. Okay, nächste Runde ein Spell. Vielleicht Initiate wäre ein cooler Draw. Initiate, Hurtfire, Double oder Pump auf dem Sky Drake. Plus Pump hier. Plus ein Removal von einer seiner Creatures. Wäre schon schnieker. Wir haben einige Lands gezogen. Gegner hat hier nur Gas. Aber wahrscheinlich kann er nichts davon casten. Okay. Wieder kein Land gezogen? Nee. Spiel ein Land, bitte. Er hat kein Land gezogen. Oh, you love to see it. Angriff. No escape. Brauchen wir das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Activate Ability. Hardfire. Den Kollegen hier. Pump auf den Thunder Rakes. Pump auf den Prophet. Dismissal. Nice. Tag für 9. Könnte Dings zwar rausnehmen, aber Angriff hat seinen Work schon erledigt, würde ich sagen. Angriff hat seine Arbeit schon getan. So, es gibt einen Rakdos Board Wipe Thingy mit MS Tokens, glaube ich. Gab es in Isid irgendwas? Nee.
Planeswalker, der lästig sein könnte in den Farben. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich glaube, es sieht gut für uns aus. Ich hatte den Planeswalker zwar im Kopf, aber der ist aktuell keine Bedrohung. Wir können den easy rausnehmen nächste Runde. Ist auf 6, ja, den können wir rausnehmen. Schauen, ob er Angriff. Okay. GG, nice. You go first. Ja, Removal und können Chase casten, Turn 4, let's go. Go. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nur noch Islands spielen, sonst haben wir Chase nicht und Curve. Prophet ist nice. Bitte nicht der Discard-Spell. Ah! er muss Chase nehmen. Er muss Chase nehmen. Ah, Chase on Curve, you son of a gun. Ich kann auch Mountain spielen. Puhuhu, dich. Gegen das Scry für nächste Runde. Dismissal, großartig. Heißt das Dismissal? Nee, doch, war schon. Attack. Jetzt Double Troll hat. Toll auf dem Weg. Was heißt denn toll auf Englisch? Also nicht das deutsche Wort toll, sondern was heißt denn toll, wenn man es Englisch meint? Starkstreeper. Sacrifice a creature, you draw a card. Okay, wir gehen für den 5-Drop. Let's go. No attacks. Wird schon Skylord rausnehmen, aber trotzdem hat er uns ein 2-2 ergeben. Zusätzlich. Mit Prophet können wir nächste Runde scryen. Je nachdem, was er macht. Vielleicht spielt er sogar einen 5-Drop oder so. Das wäre natürlich Best Case. Das ist super Tempo-Play für uns dann. Wenn jetzt hier nur ein 5-Drop kommt, also nur ein 5-Drop-Creature ohne krassen EDB. Vielleicht nicht gerade das Krokodil, weil das ist Hexproof. Und wieder das Bouncen, dann kriegen wir hier 3 Damage und hier nochmal 3. Der kann leider nicht an. Und ein Scry. Okay, wir blocken auf jeden Fall nicht. Gibt es einen schwarzen Board-Wipe? Wird auch sein, ne? Nope. Four-Drop. Okay, das ist ein. Sexy. What a draw. Brauchen wir den Prophet? I guess Double Scry. Attacken für 8. Jetzt haben wir dann No Escape. Für eine Creature, wenn er sie spielt. Go. Das Ding ist jetzt ein Prophet. Würden wir den bouncen? Würden wir den countern? Ja, ich glaube, wenn er noch einmal spielt, dann würde ich ihn, glaube ich, countern. Okay, er targetet unseren Flyer. I can take you higher with my Flyer. Last of Reaver ist mir egal. It's the benefit MS2. Okay, du bist good enough to remove. Ah, komm, wir bleiben ihn erstmal. Das ist eine Kreatur, I guess. Er hätte nochmal scryen können, okay. Read the card, explains the card. Aber wir haben ja noch eine Free Turn Clock soweit. Extractor ist nicht das Problem. Ich hätte jetzt gerne einen Non-Creature Spell, aber natürlich kriegen wir das Land.
Kinda anticipated that. Aber wir kriegen 3 Damage, okay. Hardfire. Wir haben 2 Hardfire im Deck, oder? Jupp. Wir haben noch 2 Hardfire im Deck. Hardfire wäre auch lethal an der Stelle. Also haben wir eigentlich gute Draws. Er greift hier an. Okay. You get it. Oh, ein Pump Spell. Ich wollte schon blocken. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Hätte hart gepunished werden können. Hardfire immer noch lethal. Alles gut. Okay. Land. Top. Top! Okay, die nächste Karte hätten wir direkt haben können. Wir hätten nur dich scryen müssen und die 2 Lands hätten wir. 3 Scrys seitdem. Gain one life. Frech. Warum nicht hier lose one life? Ich glaube, das könnte uns noch aus den Fingern gleiten. Der Double Island Draw. Plus, dass er uns Chase genommen hat, wenn wir ihn an Curve hätten spielen können. So sad. Alles so sad. Der geht auch live, oder? Ah, you lose one life. Ha! Aber die Karte war nice. Guter schwarze Kamen. Greift hier an. Hat er nochmal Giant Growth? Giant Growth alleine lässt nur eine Kreatur rausnehmen. Wobei, er könnte den Flyer rausnehmen, aber er hatte nichts. Er hat nichts. Easy. Easy Block. Wow. Why? Why? Triple Island Draw. Mit der Karte kann er sich nochmal hochhalten. Ich brauche eine MS-Karte. Eine Karte mit MS wäre sick. Okay, Hardfire, nice. Okay, greifen wir an. Wenn er irgendwas in Respawn drückt. Dead Sprout. Kann er ihn jetzt noch aktivieren? Nope, kann er nicht. Okay. Dann bist du mein Ziel. Und wir nehmen ihn, glaube ich, raus. Krieg nochmal einen Scry. Aber ich glaube, der ist obsolet. Okay, wir sollten das haben. Wir sollten es haben. Yes, please. Yes, please. G to the G. Nice. Jump. Boah, die starten da aber auch. Was macht der Skylord hier mal gegen Diamond God Dakota? Okay. Ein Land und wir rollen. Ah ja, Eternal Skylord, alle 3 Games in der Starthand oder zumindest in den ersten 8 bis 9 Karten. Und dann. Und den einen in den Free Drop haben wir kein einziges Mal gezogen bis jetzt. Wir haben ihn einmal, glaube ich, gesehen mit dem Scry im letzten Game. Das war's. Ein Land bitte noch. Hallo? Really? Land, please? Wow, aber da ist die eine Karte, die ich meinte. Okay. Wenigstens das. Wenigstens das. Evolution, der war sick, ne? Der proliferated immer, wenn Land kommt. Crazy gut. Ich glaube, das müssen wir sogar hier so traden. Weil das seine einzige +1/+1 Marke ist bis jetzt. Wow, wir kriegen kein Land. Okay, dann. Transmute. Verliert alle Abilities, oder? Ja, okay. Wir hatten 3 Lands auf der Starthand. Keins gezogen bis jetzt, leider. Okay, da ist ein Land. Wir spielen Drake. Nächstes, wenn wir noch ein Land ziehen, spielen wir nochmal Drake und dann Initiate und kriegen den Boost. Okay, Dismissal. Dismissal! Jisifissal! Das von Content for Liberty. Ja, sieht nicht so crazy gut aus für uns. Sieht nicht so crazy gut aus für uns.
Yes, Scroll Free. Weg, weg. Greetings behalten wir. Spielen wir Shit. Schauen, ob wir holen können. Ich glaube aber nicht. Bloom Colossal, ja, GG. Leider Mana screwed, machst du nix. Opponent goes first. Mana Basis. Am Play, am Draw können wir es, glaube ich, behalten. Wir haben 2 Drop und wenn wir noch ein Land ziehen in 2 Draw Steps, sind wir golden. Wir ziehen natürlich Chased, auch noch unsere am schwersten zu kehrsende Karte. Plus Totally Lost, einen unserer 5 Drops. Jetzt hier, der links kommt, der Skylord. Ich drehe den Film. Okay, Pyro Helix. Ja, not bad. Pyro Helix is not even bad. Gideon, oh mein Gott. Together we can banish evil from this place. I believe in you. At least er hat kein Haste. No attacks. Scry. Oh, I'd get giant growth. Wow. Ach, band together. Noch besser. Nein, Band Together ist eigentlich besser für uns. Okay, okay, okay. Never mind, zu früh eskaliert. Alles gut, alles gut. Alles easy. Nichts verloren bis jetzt. Mess one. Ach, come on. Achso, nee, das war gar nicht der, der. Das war gar nicht der, der proliferated. Alles gut. Viel zu früh eskaliert hier. No blocks fürs erste. Brauche noch ein Land, Mann! Zweimal back to back Mana screwed. Und das halt ein Witz. Wir haben unsere teuersten Karten auf der Hand. Beide Mana screw. Okay. Die Frage ist. Sprich Twin Drake. Ich glaube, wir müssen Karten ziehen, oder? Ah, jetzt werde ich gekommen. Alles klar, Herr Kommissar. Achso, ihr habt einen Landdrop schon gehabt diese Runde. Ja dann. Mach's gut. Wow. Gegner hat 7 Lands gegen unsere 4. Normalerweise ist es ja. You know what I'm saying. Schlimmer zu flooden als gescrewt zu sein, aber in dem Fall. Gegen Gideon. War das jetzt ein bisschen obnoxious? Okay. Sehr guter Start. Sehr schlechtes Mittelgame. Mal schauen, ob wir auf die 4 Wins kommen, um die Entry Fee wieder einzuholen. Opponent goes first. Okay, das Rand ist gut. Initiate und Hardfire ist eine nice Mini-Synergie. Und Angriff ist nice. Dismissal ist nice. Okay, okay. Fipple Fip! Die Karte wollen wir nicht bouncen, tatsächlich. We don't bounce dead, aber we attack. Gegner weiß auch was Gutes. Und das Diamond. Wird ein hartes Game. Komm, spiel eine 5, einen Free Drop. Jo, okay. Kein Free Drop, aber. Good enough for me.
Plant ist nice. Spiel mal Island fürs Erste. Decken, leider können wir Fibble. Wir hätten. Ich glaube, wir hätten einfach dismisseln sollen. Das wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Die Gegner macht gar nichts. Kommt das alles, oder? Okay, dann bleiben wir erstmal dabei. Vielleicht können wir es Count aufnehmen. Five Drop, komm. Five Drop und Videos. Er macht gar nichts. Wieso machst du denn gar nichts, Gegner? Opponent! Why are you doing nothing? Okay. Da war ein Stick auf jeden Fall. Okay, geht durch. MS 2. Nice, okay. Ist der gegen Color Screwed vielleicht? Oder hat er nur Removal oder so auf der Hand? Hier kommt die erste Removal Spell, alles gut. Jaya's Greeting. Ist fine. Fine by me. Nice, okay, okay. You know you love it. Drake. Okay. Tech. So was macht der Schönes überhaupt. Deals combat damage to a player or planeswalker. You may discard any number of cards. If you do draw that many cards, add that much. Okay, kann man machen. Ich mache meinen Zombie-Token größer. Den Drake will ich behalten. Dann haben wir einen Zombie, der wenigstens 5-5 dir bis eine 6-5, oder? Eine 5-4, okay. Easy. Sein Turn ist zumindest erstmal gone. Ja, you know what? Nice. Wie wär's mit einer 7, Menes? Two-turn Timer. Mhm. Deal with it. Deal with it. Schöne Sache. Greift zuerst mal an. Schau, was er gegen ihn macht. Ja. Mattert das? Mattert das? Falls er einen Combat Trick hat. Okay. If that's the case, dann. Profit. Mhm. Ja, den wollen wir ziehen. Ach, ich hätte die Dings anders anordnen können. Schöne Sache. Let's do it that way. Go. Ja, die Static von Angreth ist so nice. Rell's Outburst. You love to see it. Mhm. Go for it. Ah, Dismissal gezogen. Okay. Schauen wir mal, ob das seine einzige Kreatur im Feld ist. Gehen mal davon aus. Attack for one. Ein Flyer. Oh, er hat selber nur Escape. Okay, Top Deck Battle und wir haben noch einen Flyer in the back. Okay, okay. Scry to the top. Ui, Memo.
Okay. Oh, you love to see it. Ah, es kommt aufs Gleiche, ne? Schrei, plus 1. No mountain, sir. Attack for 1. F2. Auf 1. Okay. Ich glaube, das sollten wir haben. Gibt wenig Karten, die ihn das retten können. Und Massacre Girl ist keine davon. GG. Okay, 3 Wins, einer noch. Dann haben wir die Entry Fee drin. Das wäre schon mal okay. Aber natürlich mehr Wins wäre. Umso mehr Wins, umso cooler natürlich. You go first. Hand is keepable, I guess. Nicht das Gelbe von Maya, aber keepable. Am Draw fast zu Mulligan. Mulliganen. Ein Land mehr, wir haben Tote. Ein Land mehr, ein Island mehr, wir können unser Deck casten. Offiziell. Das gebe ich euch schriftlich. Go. Ein Double Removal, einmal Tempo, einmal Removal. Gegner hat einen One-Drop, aber der ist jetzt nicht so. Da ist Jace. Ein Island mehr, wie gesagt. Last, bitte kein, okay, kein Black Mana. Bitte, lass mich einmal Chase casten in diesem Draft. Ich wäre schon happy genug. When it dies, proliferate. Holen wir uns einen Zombie? Ja. I guess wir holen uns einen Zombie. Tempo Play. Wir müssen irgendwas machen. Wenn jetzt hier sein Free Drop spielt, wäre das umso besser für uns. Nice one. No attack. Let's go. Attack. Okay, Land wäre super sexy nächste Runde. Egal wer es. Vorzugsweise lieber ein Island. Für die übernächste Runde dann, weil ich glaube, nächste Runde spielen wir Skylord. So, ein Pegasus. Attacks, target, attack, creature without flying, gains flying, okay. Okay, okay. Wir haben unsere drei teuersten Karten auf der Hand. Komm! Yes! Okay, Skylord. 4-4 Flyer. You love to see it. Nächste Runde haben wir Tote, die Lost. Wir haben Transmutation. Wir haben Notfalls Chase. Das sieht schon wieder sehr, sehr gut aus. Würde ich behaupten. Target Player mills two cards. Draw a card. Nicht die Static das gleiche wie die Ultimate? If you would draw a card while your library has no cards in it, you win the game instead. Yeah. Draw 7 cards, then if your library has no cards in it. Komplett das gleiche. So, Makeshift Battalion. Brauchst 1 zum Tappen, okay. Okay. Ah, MS-Tokens kann man nicht tappen wegen Mana Value 2 or greater. LOL. Nice. Und jetzt können wir Tote in die Lost dann casten. Soweit der Plan. Und dann nächste Runde mit Chase für. Tote in die Lost und Chase Mini. Mini-Combo. Könnten auch Totally Lost auf unsere eigene Kreatur wenden und dann nochmal mehr ermessen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das, was wir vorhaben. Alle, habe ich das Artwork damals freigeschalten? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Aber macht nichts. Macht auch nichts.
Komm, greif beide an. Sind beides 4 Free Drops? Ja. Okay, dann go back to the library. Wir müssen den clunky Spell loswerden. War God's Willing in diesem Set? Nee, God's Willing war, glaube ich, irgendeine Erweiterung. Wenn der jetzt hier God's Willing hat, aber selbst wenn, dann wäre es auch okay. Okay, war spielt's nicht. Hat er den Combat, was heißt Combat Trick, aber. Hardfire. Not even bad. Okay, greifen wir erstmal an. Er lässt uns mit beiden angreifen. Huh. No, I don't risk it. War das eine der besten weißen Commons eigentlich, weil für eins tappen ist schon ziemlich nice. Aber nächste Runde wird theoretisch. Okay, wir gehen hier auf Chase. Und ziehen eine Karte. Und nehmen jetzt eine Battalion weg. War das Uhren? Nee. Okay. Und lassen Hardfire offen. Sollten nächste Runde Liefel haben. Wir sollten nächste Runde. Wir haben einmal Chase gecastet. Easy peasy. Weil der Skylord und Turner sehen so geil aus. So coole Karten. Ja doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich War of the Spark schon enjoyed habe. Schon mal angreift. Greift mit allen mich an. Okay, wir haben Hardfire, alles gut. Komm, jetzt hier so ein fetter Pump-Spell, dieses Rally. Wir haben es im Draftwing gesehen. Battle Promotion is first track until end of turn. Wer wird denn einen Play haben hier? Ist halt hier nicht mehr Liefel, logischerweise, aber sollte vielleicht trotzdem passen. Land. Auf jeden Fall den Creature Boy spielen. Ich frage, vor was habe ich mehr Angst? Von der Kreatur? Kann ich hier tappen? Ach, das kann ich eh nicht verhindern. Okay. We shall see. Sky Creature. Ne, den blocken wir. Den countern wir. Der kann nervig sein. Und wir kriegen einen Scry. Angreth, großartig. Angreth ist sick. Der Boy the G, sick wie Loy, ihr wisst schon Bescheid. General Strife. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Greif an. Komm, greif an. Du willst es auch. Du willst es auch angreifen. Gönn dir. Das Liefel! Angreth! Go! Wir wollen noch ein bisschen quälen. Erst ziehen wir hier eine Karte auf entspannt. G to the G, son! Good game, indeed! Nice. Okay, Entry Fee ist wieder drin. Ab jetzt geht's um die Trophy. GG, PR Mamba.
Combo Goose, are you the next victim? Hand is good. Draw. Wurden wir dafür schon ein paar Mal gepunished heute? Ja. Geben wir die Hand trotzdem? Ja. Ja. Wir haben eine Kreatur, wir haben Interaction. Okay, das ist ein guter Draw. Land, fast so gut wie Land. Und Visionary können wir looten, potenziell. Okay. Auch ein guter Draw. Auch der nächstbeste nach Land, schätze ich mal. Rising Populance. Frage ist, bauen wir die zurück oder nehmen wir die raus? Ich glaube, wir bouncen die erstmal für Tempo. Tempo, Tempo, Tempo. Land nehmen wir. Yes, your. Die nächste Runde Visionary spielen plus Pyro Helix im besten Fall. Okay, er spielt den Kollegen hier. Not so nice. Ich glaube, wir haben für Angriff. Ja, ist auch fein. Und ermessen sogar und greifen für 5 an. Sollte passen. Nächste Runde an Eternal. Plus Pyro Helix, maybe? Ja. Ja. Rising Populance, whenever he... Okay, whenever another creature dies, okay. Okay. Oh, er greift an. Er greift an. Please do it. Please do it. Nice. Pyro Helix hier. Ja, super guter Damage. Brauchen wir mehr Lands? Die Frage. Ein Land mehr für Chase. Ah, wir können dann nächste Runde Thunder Drake plus Visionary spielen. I guess das ist dann gut genug. Attack für 6. Go. Und sollten wir Lands sehen, können wir alles mit Visionary looten. Ja. Und Visionary hat sogar Draw a Card und dann Discard. Das heißt, man muss nicht mal, muss nicht mal im Vorfeld was abwerfen. Other creatures you control. Hat er 6 Lands? Er hat 6 Lands. Okay, weißt du was dann? Gib ihm. Und das sein Turn ist. Be my guest. Wir machen ihn 7 in return. Ah, der hätte... Oh, nee. Mein Fehler, sorry. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Er hätte gar nicht, die Ability triggern können, aber er hätte einen Combat Trick haben können. Ah, gehen wir hier lieber für die Safe 7, fürs Erste. Wenn, dann will er den MS-Token rausnehmen und nicht den Flyer. Was auch gut ist, und dann haben wir noch einen Fly in the Back. Gideon's Shift. Choose a creature. Wait, what? What? Choose a creature, Planeswalker. All damage that would be dealt to you. Okay, sick. Sick, okay. Kann man machen. But there's another Flyer. GG, nice. Opponent goes first, hand is good. Das erste, was wir den Ranger sehen. Keep. Ooh, whoa, 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 let's go. Turn 1 Creature, you love to see it. Ich muss aufhören mit den... Wie wär's, wenn du keine Abilities hast? Guter, gute Karte gezogen, aber auch.
Soul Diviner. Ah, schon eine gute Karte. Ohne zu lügen. Spark Reaper ist auch eine gute Karte. Nee, gerade verwechselt. Ranger oder Prophet zuerst? Ich glaube, den Prophet zuerst, weil wir nächste Runde vielleicht Angrath spielen wollen und so den Scry kriegen könnten. Außerdem blockt der Prophet den Spark Reaper. Ganz gediegen. Das Prophet draußen im Spiel einfach den Thunderbreak. Red Hole. Herald of the Red Hole. Auch eine gute Karte. Ja, wir spielen einen Flyer. Das erste Mal den Flyer. Ganz, alles ganz ruhig. Es ist ganz ruhig angehen hier. Greift an. No Blocks. No Blocks, no Blocks, no Blocks. Kleine Synergie hier mit Spark Creeper und Herald. So, was machst du? Can't be blocked by creatures power 4 or greater. Okay. Nicht Angrath spielen. Der hat halt wenig Upside. Ja, okay, wir spielen. Ah, kriegen einen Scry, I guess. Dismissal, großartig. Das ist echt ein guter Draw. Und ich glaube, wir triggern ihn noch einmal zumindest. Und greifen ihn an. Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Erstmal schauen, wie er angreift. Greift mit allen hier an. Okay. Will ich den hier blocken? Den hier so blocken? Und den hier so blocken fürs Erste. Weil seinen MS-Token kann ich dann mit Dismissal genüsslich bouncen. Und Angrath überlebt das sogar. Er hat nur eine Karte in der Hand. Also was soll großartig schief gehen? Ja, kann er machen. Okay, Angrath lebt eine weitere Runde. Er kriegt einen MS-Token. Das ist aber in Ordnung, weil wir haben Dismissal. Yes, sehr schön. Gut, dass das Missile hier liegt. Well, you know what? Let's go. Prophet. Ja, nein, vielleicht habe ich Angst. Ich glaube, wir behalten ihn fürs Erste. Greifen wir hier an? Mit allen ist die Frage. Ich glaube, wir können Angrath eh nicht verteidigen. Aber wir machen es trotzdem mal so. Weil dann haben wir einen größeren MS-Token danach. Ich glaube, das ist jetzt hier die Logik, die wir fahren. Mhm. Okidoki. Racen wir. Ich glaube vorerst ja. Und Prophet. Go. Prophet blockt zumindest eine seiner Kreaturen. Das heißt, aktuell sind wir im Race vorne. Wenn wir einen Non-Creature-Spell ziehen, der nicht chases, greift mit einer abgegriffenen Ballon, ja.
Flock. Ja. Dann Value. Okay, wir müssen ja gerade am besten das zweite Dismissal. Natürlich zieh mir Land, Mann! Ich hasse mein Leben. Ja, jeden hat auch schon 8 Lands gezogen. Dann müssen wir mit 7 nicht viel hinten nach. Greift noch hier an. Ja, nur Blocks fürs Erste. Komm, Non-Creature Spell Proliferate Draw Card. Okay. Gute Karte, aber halt er hat aktuell nicht wirklich viel, wo er das capitalisieren kann. Okay. Nicht Chase und Non-Creature Spell. You gotta be kidding me! Okay. Wenn er hier ein Dings hat. Hast du irgendeine Fähigkeit? Nee. Dann haben wir noch Big. Okay, zumindest. Hier ist der weg. Komm, Mountain. Ah, Chase. Immerhin Chase. Und wir können uns aussuchen, was wir ziehen. Kind of. Das auf jeden Fall nicht. Was wäre gut? So ein Lightning Heal? Lightning Helix, sage ich. Hardfire wäre es nicht. Bei einem Hardfire würde ich sogar vielleicht Chase dann sacken. Von Mill 2, Draw 1. Block hier. Gehen auf 6, ja, ist GG. Ah, schade. Chase wird mit Real Rap, wenn wir Chase wiedersehen in einem anderen Video, in einem Draft und Stream oder einfach, wenn ich ihn offscreen sehe, ich werde ihn nicht mehr picken. Ich werde ihn nicht mehr picken, Mann. Chase ist a trap, merkt euch das. Aber trotzdem, wir haben Profit gemacht und können ein paar War of the Spark Booster öffnen. Zuerst noch hier ein Mana of Kalof. Wahrscheinlich haben wir hier 20 Gems. Yep. Ich weiß gar nicht. Ist jetzt auch spannend für mich. Ich habe damals mit Arena an, oder als ich mit Arena anfing, da war War of the Spark eins der ersten Releases, die ich mitbekommen habe. Und da war ich, ich sag mal, money-wise noch nicht so tief drin in Arena. Also es kann gut sein, dass ich hier einige Karten noch nicht mal, nicht kein Playset habe. Und diese Karte hier wollen wir auch öffnen. Wobei, das will mir gar nicht sehen, glaube ich. Weil ich, da habe ich viel Liliana, ich weiß nicht. Wir schauen rein. Welche Rares ziehen wir hier? Aber es kann gut sein, dass wir hier keine Gems sehen. Ja, sonst hätten wir die, glaube ich, schon gesehen. Wir haben Final of Revelation. Draw X cards if X is 10 or more. Instead, shuffle your graveyard into your library. You draw X cards, untap 5 lands in your. Die Karte ist sexy. Solar Blaze. Each creature is damaged to itself. Okay. Kein Dump Board Wipe in Boros. Gut zu wissen. Wing Twist haben wir schon gesehen. Und Roll Reversal. Die dritte Roll Reversal heute. So, schauen wir noch ein bisschen durch. Org of Bolus haben wir einen Draft hier gesehen. Ist, glaube ich, ganz okayisch. Die Spark ist gut. Prism Realm ist super gut. Dovin ist super lästig, glaube ich. Saheeli ist einfach nur Love. Tyrant's Scorn ist gut. Jiang Yangu ist gut. Bloomhulk ist gut. Initiate ist gut. Port of Insight. Ich spiele mir das Forecast. Verdammt, okay, die Karte ist so. Whatever. Eternal ist gut. Enforcer ist gut. Child Growth ist okayisch. Crunch finde ich okay. Band Together ist gut. Der Finisher ist fein. Stop Manticore ist ganz okay. Ja. Bisschen die Karten bewusst machen, wer es so gibt.
Okay, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns demnächst bald wieder in der Arena oder bei Pokémon, je nachdem, welchen Content ihr auf diesem Kanal konsumiert. Aber ich freue mich über jeden einzelnen Zuschauer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein, Höhle. Servus.